Guten Morgen, ich habe das Solinger Tageblatt als Probeabo. Und es geht um den Kaffee und ums Solinger Tageblatt. Und ja, Titelblatt, geht doch Ingo Groß schießt Deutschland mit seinem Tor in letzter Sekunde zum 2:1 Sieg gegen Schweden und ins nächste Endspiel gegen Südkorea. So. Dann hat der STC aus Widdert, ist der glaube ich, gewonnen gegen Kaiserswerth und sich jetzt so, sich so den Klassenerhalt in der dritten Liga. Es gab ein Rudelgucken im Konzertsaal. Ja. Erdogan erklärt sich zum Wahlsieger. Präsident kommt am Abend auf 52,88% der Stimmen. Die Opposition spricht von Manipulationen, protestiert. Und Frau Merkel sucht nach europäischen Lösungen im Asylstreit. Italien legt 10-Punkte-Plan vor, CSU erhöht innenpolitischen Druck. Ja. NRW, SPD vorwärts nach irgendwo. Entscheidend ist der soziale Wohnungsbau. Wenn ich mir hier den Leerstand angucke in Solingen, speziell da die Hackertheuerstraße rauf, brauchen wir hier alles, nur keinen sozialen Wohnungsbau. So, es ist was Schreckliches passiert. Wohnhaus nach Explosion vollkommen zerstört in Wuppertal. Ja, Wohnhaus nach Explosion vollkommen zerstört. Heute ist Montag, der 25. Juni 2018. Ich lese das mal. Ich habe jahrelang in Wuppertal studiert. Ich habe da auch mit der ersten Staatsprüfung als Lehrer abgeschlossen. Ich habe noch ein Diplom von der Gesamthochschule, ein Physikdiplom. Wohnhaus nach Explosion völlig zerstört. 5 Menschen werden bei dem Unglück in Wuppertal schwer verletzt. Die Ursache für die Detonation ist völlig unklar. Wuppertal, in der Häuserreihe klafft eine Lücke. Schützsteine, Fensterrahmen und Mörtel bedecken die Straße. Ein Auto ist vom Trümmerhagel völlig zerstört. Weißer Geruch liegt in der Luft. Das ist eigentlich nicht so, wie wir einen Zeitungsartikel schreiben sollen in der Schule. Naja. Hat eine Frau, Frank Christiansen und Eva Gärten. Ich finde so Zeitungsjournalismus zum Kotzen, wenn das schon so losgeht. Bei einer gewaltigen Explosion sind in der Nacht zu gestern in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Wuppertal 5 Menschen schwer verletzt worden. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit. 31 weitere Menschen konnten sich retten oder gerettet werden. Erst Stunden später gibt die Statistik nach und ein sieht ein bisschen aus wie Luisenviertel. Naja. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Weitere 31 Menschen konnten sich retten oder gerettet werden.
Also 5 Schwerverletzte und 31 Gerettete. Erst Stunden später gibt die Statik nach und ein weiterer großer Teil des Hauses stürzt. Am Morgen ein. Lange Zeit ist unklar, ob sich unter den Trümmern noch weitere Opfer befinden. Schließlich geben die Behörden Entwarnung. Werde niemand vermisst. Ein Abgleich mit Aussagen der Bewohner, die sich haben retten können, hat ergeben, dass niemand mehr im Haus war, sagt Feuerwehrsprecher Tim Luhmann. Suchhunde konnten noch vor dem Einsatz in das Haus geschickt werden und hatten keine Verschütteten angezeigt. Ein gewaltiger Knall kurz vor Mitternacht. Kurz vor Mitternacht hatte ein gewaltiger Knall die Menschen der Lennepper Straße im Wuppertaler Stadtteil Langesses in Langerfeld. Okay. Lennepper Straße in Wuppertal Langerfeld aus dem Schlaf gerissen. Die Detonation hatte große Teile. Die Detonation hatte große Teile des Hauses mit 3 Etagen und einem Dachgeschoss regelrecht weggesprengt. Wenige später schlugen meterhohe Flammen aus den Trümmern. Aus den Nachbarhäusern rannten Leute in Panik auf die Straße. Andere waren vom Fluchtweg durchs Treppenhaus abgeschnitten und riefen aus den Fenstern um Hilfe. Die Retter brachten die eingeschlossenen Menschen über Drehleitern in Sicherheit. Den Helfern bietet sich ein Bild der Verwüstung. Die Ruine brennt an mehreren Stellen. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen stundenlang von der Vorder- und der Rückseite des Hauses. Warum das dann da brennt, ist mir auch nicht klar. Sieht so ein bisschen wie Absicht aus, was die hier schildern. Also wenn es eine Explosion gibt, brennt es normalerweise. Wenn es Explosivmaterial gibt und es brennt, dann bläst normalerweise die Explosion die Flammen aus. Oder die Gase fackeln einfach ab, ohne dass es zur Explosion kommt, weil irgendwas, ja, es sieht wie Absicht aus. Nachrutschende Gebäudeteile erschweren die Löscharbeiten und machen ein Betreten unmöglich. Am Nachmittag beginnt bereits ein Bagger mit einem Abriss der Ruine. Sie sei für die Ermittler ohnehin nicht begehbar. Dies sei einfach zu gefährlich, sagt ein Polizeisprecher. Ein Nachbarhaus wird geräumt. Im zweiten befanden sich ohnehin keine Menschen. Doch die Brandmauern scheinen die Detonation standgehalten zu haben. Die Ursachensuche gestaltet sich schwierig, sagt ein Polizeisprecher. Wie es zu der Explosion kam und was es für Hintergründe gibt, ist noch ganz unklar. Zunächst war von 24 Verletzten die Rede, später wird die Zahl korrigiert. So. Im NSU-Prozess rückt das Urteil näher. Wieder russischer Angriff in Südsyrien, Ukraine, toter Angriff auf ein Roma-Lagerdemonstrant vor einer Rasche Kohleausstieg. Dann geht es um das Baukindergeld. Horst Seehofer ist offenbar wild entschlossen. Für Angela Merkel beginnt eine Woche der Wahrheit. Es geht um die Kanzlerschaft der CDU-Vorsitzenden. Ravenga, wenn denn zuletzt Wirtschaft ist im freien Fall, hier geht es um Rum.
die modisch erfolgreiche von bunten Plastikclubs macht die französische Designerin Inès de la Fange ratlos. So. Und es gibt eine 37-jährige neuseelische Regierungschefin, die hat ein kleines Kind im Arm. Helene Fischer setzt zur Entspannung auf Yoga. Hier steht ein bisschen was zur WM, das interessiert kein Schwein. So, wer ist denn schon durch? Kroatien ist durch, Frankreich ist durch. Russland und Uruguay sind durch. Mexiko ist durch. Deutschland und Schweden haben punktgleich. Das ist ein Endspiel. England und Belgien sind durch. Ja, wie überraschend. Dann wird das Fahrverbot in Saudi-Arabien für Frauen aufgehoben. Es gibt die Kieler Woche mit 3 Millionen Gästen. Und Game of Thrones Stars heiraten in Schottland. So. Und jetzt kommt's. Lokales. Bringt der Sommer Märchen, ist der Standpunkt. Und dann gab es DFB, Rau 11, raubt Solingen die Nerven. Dann haben wir wieder den Ernst Lauterjung, den Freund von Kurt Lauterjung. Für den bleibt Belgien der WM-Favorit. So, Solingens Feuerwehr hilft Wuppertal. Nachdem ein Haus in Wuppertal explodierte und die Fassade einstürzte, Seite 3 habe ich vorgelesen, fordert die Feuerwehr Wuppertal Hilfe aus den umliegenden Städten an. Solingen liefert einen Container für Großeinsätze, aus dem die Einsatzleitung das Vorgehen der Feuerwehr koordinierte. Der Abrollbehälter wurde auch gestern noch benötigt. Sommersynode würdigt das Ehrenamt, Stadt treibt in Porto Weltkulturerbe voran. Ach ja. Konzepte sollen 5 Stadtteile voranbringen. Hier wird heute geblitzt. Geblitzt wird auf der Merscheider Straße, Langhahnstraße, Kotterstraße, Ufergarten, Focherstraße, Hahnerstraße, Eiperstraße, Abteiweg, Hörestraße und Beethovenstraße, ist alles nicht hier. Kaum Blitzer in der Südstadt. Erst recht nicht da, wo ich herfahre. Tageblattleser erleben den Zeitungsordner. Auch in der rheinisch-bergischen Druckerei. Dann gab es was in der Solinger Festhalle. Theater über Vertreibung berührt. Der Shanty-Chor singt. What shall we do with the Duncan Sailor?
Hey ho, and up she rises, patents box of different sizes. Hey ho, and up she rises early in the morning. What shall you, Sir Duncan Sailor? What shall you, Sir Duncan Sailor? What shall you, Sir Duncan Sailor, early in the morning? Hey ho, and up she rises, patents box of different sizes. Hey, and up she rises early in the morning. Take him to the longboat till he got sober. Take him to the longboat till he got sober. Kann ich besser als nie. Early in the morning. Hey ho, and up she rises, patents box of different sizes. Hey ho, and up she rises. Lunge Autoren bestreiten Menschen, Kicker spielen im Kistencup. Karnevalisten trafen auf Borussia Bananas. Prinzengrade Blau, Solingen traf im Park bei Menschen, Kicker Fußball gegen Himmelsfunken. Kann alles nichts mit anfangen. In Leichlingen gibt es den kulinarischen Sommer im Stadtpark. Was wird da serviert? Es sind auf jeden Fall Plastikteller und es sieht aus wie Pampe. Bauherren stellen ihre Objekte vor. Eine Königin regiert die Burger Schützen. Gibt es immer noch. Die Bienen haben sie ja abgeschafft. Der Festplatz ist auch nicht mehr da. Ich fand das als Grundschüler immer schön mit der Bienenkrams. Ich fand auch das Idee, die Idee mit den Bienen. Aber hier in der Siedlung gibt es ja auch keine Bienen mehr. Kann man nichts machen. So, dann gibt es hier noch 10 Tipps für den regnerischen Niederrhein. Solingen Jazz in der Cobra. Früher war das dann hinter in der Open Session. Da konnte man noch hingehen und Musik machen. Ist jetzt auch nicht mehr so. Ich gehe da ganz bestimmt nicht hin. Mir kommt dann das Kotzen. Die nennen es Jazzmusik und man kann hinterher nicht mitspielen. Ja. Ja, Solinger Sport, ist auch nicht mehr viel los hier in der Stadt. Früher war mal mehr Lametta. So. Die große Frage ist jetzt, ob mir das 1,70 € am Tag wert ist. Ist es, glaube ich, sogar. Nee, es ist kein 1,70 € am Tag sein. Mal gucken, ich kriege das jetzt 14 Tage lang. Tschüss.